Unsere Stärke liegt ja in unserer Weichheit und all unseren Schwächen, die so wunderschön sind. Ich habe alles für mich verarbeitet, was bei mir im Leben passiert ist. All das von außen auf mich eingedroschen wurde, das habe ich jetzt abgelegt. Bei mir war es, wie gesagt, dieser Überfall mit 12. Ich war 12 und wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs. Jetzt bin ich hier so, wie ich bin. Ich öffne mich absolut. Ich mache hier einen Striptease, einen Seelenstriptease, einen körperlichen Striptease. Das bin ich. Ich habe den Playboy geshootet, nicht um den Frauen zu sagen, zieht euch alle aus und seid alle nackt. Meine Oma war aber eine sehr unabhängige, sehr starke Person, meine Mama auch. Auf der anderen Seite haben sie nicht das gemacht im Leben, was sie wollten. Ich bin so die erste Frau in unserer Generation, die gesagt hat, und ich mache das, was ich will. Ich stehe zu mir, ich stehe zu meiner Sexualität, ich stehe zu meinem Leben, meinen Träumen und die erfülle ich mir. Und ich bin unabhängig von einem Mann.